Wann geht's los? Würde noch mal Jalan anschauen. Jalan. Kapitän, ich schlage vor, wir fahren sofort von hier weg und versuchen den Splitter abzufangen. Das hier hat absolut keinen Sinn. Ja, lass uns nur noch mit dem Schützenführer reden, ja? Vielleicht haben die noch eine Ansicht dazu. Komm mit. Nein, wenn wir hier etwas tun, dann werden wir mit der Arche angreifen und die Schiffe versenken. Alles andere hat absolut keinen Sinn. Ich packe ihn und nehme ihn mit. Ja, ich gehe mit, aber ich habe das jetzt hier komplett aufgegeben, diese Aktion. Gedanken. Karinor, weiß nicht, was der Geweihte geraucht hat, aber er macht uns Probleme. Er macht uns immer Probleme, aber ja, diesmal hat der Steinbauer noch mehr sein Gehirn weggesoffen. Was tun wir dagegen? Ja, Herr Kapitän, alles ruhig. Ihr seid etwas laut, man kann euch mehrere, 100 Meter hören, aber... Ja, verzeiht mir. Ich will euch nicht maßregeln, ihr werdet es besser wissen. Ihr habt die Skizze gesehen? Nein, habe ich nicht. Dann geht und seht sie euch an. Kommt dann wieder, sagt mir eure Gedanken zur Lage im Dorf und wie wir am besten vorgehen. Mittlerweile ist die Skizze zerstört, immer die Elysia liegt da drauf. Es ist mir egal, ich will den Typen loswerden. Zwei Minuten später steht der vom Schützenbanner wieder bei dir. Zwischendrin wollte ich halt mit Karin in Ruhe reden. Ja, alles klar, er ist irgendwie weg. Karin, was machen wir wegen dem Geweihten? Bin ich mir nicht sicher. Wir können ihn nicht einfach wegen Hochverrat irgendwo einsperren. Leider nicht, das riskiert deine Mutter. Immerhin hat er immer noch seine Autorität. Und scheinbar scheint er momentan noch euch fixiert zu sein. Aus irgendwelchen Gründen. Mal wieder vor einer Schlacht. Wenn ich runter aufs Schiff gehe und ihn ablenke, könnt ihr den Angriff führen? Das kann ich wohl. Doch ich kann nicht versprechen, dass ich unbedingt ohne genügend Unterstützung gegen zwei Paktiere, wenn nicht sogar mehr, ankomme. Das ist auch ein berechtigter Einwand. Ich vertraue nicht wirklich darauf, dass unsere Magier nützlich sein werden. Gut, wir machen Folgendes. Gehen runter. Legen uns alle schlafen, stehen in 3 Stunden wieder auf und greifen ohne ihn an. Das könnte durchaus funktionieren. Gut. Während ich den Geweihten ablenke, sagt die dafür, dass genug Leute hier oben sind, um den Angriff zu führen. Wir haben immer noch Traum mit Alexia, um ihn flach zu legen. Das ist eine gute Idee, aber so tief werde ich nicht sinken. Ich werde euch aber auch nicht aufhalten. Wunderbar. Oder eure Hexenfreundin, wenn die da was abtun kann. Nun, sie scheint gerade beschäftigt. Klärt die Sache, Karinor. Ich schaue mal, was ich tun kann. Dann geht's zurück. Ja, der vom den Schützen lässt sich dann auch abwimmeln, geht dann wieder auf seine Position, wenn du ihm dann erklärt hast, dass das dich nicht interessiert oder dass die Zeichnung zerstört ist und du gehst wieder zurück. Er hat mittlerweile wieder Sachen an, Elysia ist in Decken gehüllt, immer wieder seine Jacke an und kommt wieder zu den anderen. So, Kapitän, was nun? Ich werde die Sache überschlafen müssen, das werde ich unten auf dem Schiff tun. Nehmen und Karinor möchte auch die Gelegenheit haben, in einem weichen Bett zu liegen. Durchaus. Gut. Okay, also alle mal wieder runterklettern, dann übernachten, dann morgen wieder hochklettern? Oder? Ich bleib hier oben. Wenn wir mal wenn wir einen Angriff führen, und ich bin mir sicher, sein Gnar Nachmann würde mir ja zustimmen, sollte der schließlich im Morgengrauen stattfinden, nicht wahr? Natürlich. Da ist man am meisten müde, glaube ich, ja. Da wir noch die ganze Nacht vor uns haben. Achso, ihr wollt, dass wir uns noch ein paar Stunden ausruhen. Genau. Sollten wir sich einfach ein paar Decken hier hochbringen lassen und dann hier oben die paar Stunden ausruhen? Wenn wir sowieso hinunter müssen, macht das keinen Unterschied, oder? Achso, wir müssen sowieso runter. Warum? Um die Decken dann zum Beispiel zu holen und die anderen Leute zu instruieren. Der Oberst wird Befehle brauchen. Achso, ich dachte, das wird dann einfach über das Seil transportiert, aber okay, ich stelle das nicht in Frage, entschuldigt. Ihr könnt hier oben bleiben. Okay. Was ist mit der guten Elysia? Soll ich dir irgendwie ausrichten, dass sie nach unten soll oder hier oben bleiben soll? Schick sie mir runter, ich möchte nochmal aus erster Hand hören, wie die Lage vor Ort aussieht. Nicht, dass ich euren Augen nicht trauen würde, aber ihr wisst schon. 2 Berichte sind immer besser als einer. Natürlich.
Man sagt das so Elysia, dass der Kapitän will, dass sie wieder runtergeht, um irgendwie noch einen Bericht zu haben. Ja, sie benutzt das Seil nicht, sondern streicht sich einmal über die Hände und geht dann ja, auf allen Vieren mit dem Kopf nach unten voran, die Klippen nach unten. Tja, Ömer schnappt sich ein paar Decken und legt sich hin. Er denkt sich, man wird ihn schon wecken, wenn was Wichtiges ist. Er macht den typischen Ptolemiden erstmal schlafen. Und wir brauchen neue Kundschafter, welche die etwas besser darin Berichte zu erstatten. Immer lernt das schon, keine Sorge. Ich vertraue keine Kompetenzen. Gut, Karino, erledigt alles für den Angriff, den wir geplant haben. Ich werde so lange mit dem Oberst reden. Und seid gründlich. Gut. Gut, das heißt, Jana möchte nach unten steigen. Yep. Die anderen bleiben oben. Yep. Nee. Ja, ich nehme also Ahmad würde erst einmal noch. Immer Ahmad würde noch gerne einmal kurz immer aufwecken. Ja klar, der ist wahrscheinlich auch gar nicht am Schlafen, wenn du dich einfach neben ihn setzt. Ja, ich hoffe, dann richtet er sich auch auf. Ja, euer Gnaden? Von irgendwas rausgefunden? Ja klar. Und er erzählte die Geschichte jetzt hier, er zeichnet es nochmal neu in den Boden. Weil nicht da das. Das Schwert. Leider nein, leider nein. Ich habe da nichts rausbekommen in der kurzen Zeit. Schade. Aber zeig nochmal hier diesen Plan. Ja, und dann zeigt er den übergreifenden Morgengrauen an. Ja, genau. Und er zeigt nochmal, und ja, hier, das hier ist der Tempel, wo eben die beiden Leute drin waren, die so unheimlich wirken. Also der eine komplett in irgendwelchen komischen Tüchern eingeschlagen. Und der andere hatte irgendwie so einen, anstatt einen Arm, anstatt den rechten Arm, hat er einen Tentakel komplett dort gehabt. Aber der hat sich bewegt, wie so ein Arm. Also ganz, ganz komisch. Richtig unheimlich. Ja, auch mal das Gesicht wird finster. In der Absteige waren ungefähr, ich denke so, ungefähr ein Dutzend Söldner. Ich bin nicht ganz sicher, vielleicht auch Piraten. Ja, also vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Dutzend. Ich bin nicht ganz so gut im Zählen. In dieser Kaschemme, da habe ich gar nichts drin gesehen. Vielleicht ist das ein Teil Schlafbaracke oder sowas oder ein Haus, aber da habe ich nichts großartig drin bemerkt, hier in dem Haus. Mhm. Ja, die Spalte scheint einfach eine Meeresspalte zu sein. Die scheint mir keinen wichtigen Eindruck zu machen. Das Loch hier hinten, das ist eben, das könnte möglicherweise in diesen Vulkan hineinführen, der so ganz unheimlich wirken, wo auch dieser ekelhafte Gestank herkommt nach Tod und Salz und Unwasser und also richtig widerlich. Etwas schlimmer, also deutlich schlimmer als unsere Arche riecht. Und verstehe. Ja, wie gesagt, das Loch, ich weiß nicht, ob da der Geruch auch herkommt, also ob das damit verbunden ist, aber das Loch, es könnte sein, dass es funktioniert, es könnte sein, dass es nicht funktioniert. Das Loch ist eben durch Ebbe und Flut, muss man ein bisschen aufpassen, manchmal ist das Loch dann eben auf und manchmal ist das Loch dann eben geflutet. Das ist also eine Art Zeitfrage. Und das sind eben gute, etwas mehr als 20 Schritt, also zwischen 20 und 30 Schritt tief ist das, bis wo man da zum Loch kommt. Ich tippe mal so auf 27 Schritt, habe ich so ungefähr abgeschätzt. Autor hat gesagt, ich habe Entfernungssinn, deswegen schätze ich das mal so genau ab. Passt. Und die Wand runter zu klettern ist eben ziemlich gefährlich. Die ist ziemlich glitschig, mit Algen bewachsen und so. Ich würde mir das zutrauen, da auch den Vorkletterer zu machen, kein Thema. Aber eben, da brauche ich auf jeden Fall Backup, denn wenn da irgendwas passiert und ich muss aus dem Loch raus ganz schnell kommen oder so, oder ihr wollt nachkommen oder so, ja, also das Loch ist wirklich nur. Das Loch ist nicht ungefährlich. Ich denke, wir werden uns auch eher erstmal um den Tempel und diese Absteige dort kümmern müssen. Bevor wir uns näher mit diesem Loch beschäftigen. Ich denke, das können wir morgen früh überlegen, wenn wir den Tempel und die Absteige eingenommen haben. Das weiß ich nicht genau, aber ich werde dich unterstützen, so wie ich kann. Wie ich das schon jahrelang sagte, ich kann nicht Meucheln morden. Ich habe ein paar Mal einen Bogen geschossen, aber das ist. Ich glaube nicht, dass ich einen Menschen mit einem Schuss tot bekomme. Das kriege ich nicht hin. Vor allem aus dem Hinterhalt, das ist ja auch nicht richtig. Oh Mann. Ja, Ahmad erneut schaut. Aber er sagt, ich lerne das irgendwann. Ich weiß aber nicht, ob ich das lernen will. Ihr seid jetzt unten alle beide, oder? Nein, wir reden oben. Oben am Lagerfeuer. Gut, ich gehe mal kurz zu Ömer, lege ihm so eine Hand auf die Schulter und flüstere ihm so: Sagt dem Rondrianer bitte nicht, dass ihr einen Bogen benutzt, sonst verbietet ihr euch, mit dem Bogen zu kämpfen. Oh, okay. Ja, Ahmad schaut Ömer an. Ich denke, ich werde mich noch einmal mit dem Kapitän unterhalten müssen. Ja, ich befolge doch nur Befehle. Das hat nichts mit euch zu tun.
Das hat damit zu tun, dass der Kapitän euch dazu anweist, Meuchelmorde zu begehen. Nein, das hat er nicht getan. Er hat gesagt, ich könnte das dann vielleicht später irgendwann lernen. Aber er hat mich nicht dazu aufgefordert. Ja, Ahmad schaut alle Leute, die hier anwesend sind, die in diesen Offiziersbesprechungen dabei sind, sehr verächtlich an. Spuckt einmal vor den Leuten aus, klopft immer auf die Schulter und meint, kann auf diesem Schiff echt nur dir trauen. Ich zieh nur die Augen hoch, steht immer zu neben immer. Immer schaut etwas verunsichert, okay. Ja, verächtliche Blicke auf jeden Einzelnen, auch auf die Bogenschützen, die da stehen. Die beiden Weißmagier. Die beiden Weißmagier, klar. Den Alan Fahner. Und dann wird heroisch runtergeklettert. Natürlich wird die Rüstung erst vorher ausgezogen. Und dann immer angewiesen, bitte kein Rüstungsstück zu verlieren und das dann bitte hier anzubinden und runterzulassen. So kurz davor, dich runterzutreten. So kurz davor. Ich war auch schon kurz davor. So kurz davor, ernsthaft. Und mit einer inneren Zerrissenheit. Weder Friede im Außen, im Äußeren, noch Friede im Inneren. Beende ich die Runde. Ob diese Mission noch klappen kann, wenn ihr nicht einmal bereit seid, euch selbst zu vertragen. Möge Rondra, möge Effert euch beistehen.